Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033 Redux. Wir sind aus D6 endlich wieder raus und damit auch fast am Ende des Spiels. Bereithalten, gleich müssen wir schießen. Ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert. Egal. Die sind sowieso schon quasi zum Angriff übergegangen. Wo sind meine Granaten? Sie nieder! Nee? Au. Irgendwo, also von da kam es. Von da, genau neben mir, wo ich den Gegner nicht sehe. Au! Achso, was stimmt, das soll ja. Ich habe vergessen. Sind die Viecher hässlich. Ich hätte übrigens Gargoyle eine bessere Bezeichnung gefunden als Dämonen, glaube ich. Oh gut. Bist du in Ordnung, Artyom? Die Horde hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Tod zu erreichen. Wir warten, Artyom. Bleib bloß nicht stehen. Vor uns. Alle anderen sind natürlich tot. Das ist so eine Sache, die halt, ja, schon fast klischeehaft ist. Was ist das für ein Ding? Ach, das ist ein Akkord. Natürlich darf es quasi keine Überlebenden am Ende geben, außer den Helden und, ja gut, in dem Fall ist ja noch Miller. Die Waffe ist leer. Ja, man sieht auch, ich habe gleich keine Munition mehr. Aber wie gesagt, wir sind so gut wie am Ende des Spiels, deswegen, einen Händler gibt es jetzt eh nicht mehr, deswegen ist es vollkommen egal, wenn ich auch jetzt anfange, mein Geld zu verbraten. Indem ich es verschieße. Wortwörtlich. Ich werde jetzt noch die normalen Patronen hier erstmal leer schießen. Ich habe ja nicht mehr sonderlich viele. Ich sollte mich nur ein bisschen beeilen mit dem Laufen. Weil mir halt bald, weil ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass mir die Filter aus... Oh, ich habe 15 Minuten, okay, das ist kein Thema. Nach. So. Davon habe ich noch fast 600 Schuss. Die machen auch etwas mehr Schaden und machen halt auch ein bisschen Damage over time, weil sie aus irgendeinem Grund Brandschaden verursachen. Und sie hören sich sogar schon anders an. Und ja, man sieht, die machen deutlich mehr Schaden. Deswegen ist es gut, dass das Spiel ihn hier darauf aufmerksam macht, weil man braucht sie halt echt nicht mehr. Schau dir mal diesen Raum an. Fast geschafft. Das wird eine Geschichte. Oh, sehr schnurriges Munition, die nehme ich natürlich gerne. Solange ich kann, werde ich mit den normalen Patronen schießen. Einfach weil ich wissen will, wie viel Geld ich im Ende habe. What? What? Was war das? Was ist da passiert? Nochmal. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Fast geschafft. Okay, scheiß drauf, ich hab keine Militärpatronen. Das wird eine Geschichte. Wir sind unsichtbar. Und wir schmecken auf Scheiße. So, wo kam der Gegner gerade plötzlich her? Das stand einfach hier plötzlich vor mir. Was, du lebst. Jetzt nicht mehr. Ja, für solche Situationen sind vielleicht die Schrotflinte auch ganz gut. Wie gesagt, die möchte ich eigentlich noch aufheben, falls ich sie nochmal brauche. Ich weiß es halt selbst echt nicht mehr. So, wir sind quasi da. Wir sind an diesem Fernsehturm. Ich weiß jetzt nicht, wo du hin bist, Miller, aber ich will mich hier erst noch kurz ein bisschen umsehen. Dieses Symbol sagt mir irgendwie, dass das hier ein Ranger-Versteck ist. Das bedeutet, ich müsste hier Filter finden. Kein Schlüssel.
Lass mich raten, der hängt irgendwo anders hier im Erdgeschoss des Turms oder der hing gerade in dem anderen Raum, wo ich war. Und ich habe ihn übersehen. Ich will jetzt vermuten, dass er hier irgendwo hängt, aber irgendwie kann ich da nicht drüber springen. Was haben wir denn hier noch? Nischt. Und hier auch nischt. Kommt man da rein? Nö. Ja. Dann halt nicht. Ein Weg nach oben. Bist du ein ewiger Optimist, Mir. Leichter gesagt als getan. Gut, ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Die Idee klingt dumm. Machen wir es. Komm schon! Was machst du da? Komm schon! Ich weiß nicht, was du jetzt machtest, dass du... Egal. Das macht Spaß. Wenn wir jetzt in der Oberseite des Schachtes zerschellt. Jetzt wird es heftig. Ich warte auf den Aufprall. Und da war er auch schon. Aber wir sind ziemlich schnell nach oben gekommen. Bist du okay, Artyom? Fantastisch. Ja, ich bin wieder mal fast runtergefallen. Wir sind im Tor. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Artyom. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Genau, ich erinnere mich. Das ist doch richtig, dass man sich hier noch irgendwie ein bisschen mit Dämonen prügeln muss. Das Einfachste ist es halt, in Deckung zu gehen. Die Alternative ist, man hat zum Beispiel eine überlegene Schrotflinte und versucht es zu erschießen. Ich weiß aber echt nicht, ob das funktioniert, weil ich mir die Mühe noch nie gemacht habe, mit dem Viech zu kämpfen. Ich meine aber, es ist, also ich vermute, es ist nicht so gedacht, dass man das jetzt groß bekämpft. Wo muss ich hin? Hör dieses Loch? Hinter dir, Artyom! Soll herkommen. Diese Waffe hier tut weh. Da ist eine Treppe in deiner Nähe! Komm, ich seh sie. Ich höre dich schießen, Miller. Ja? Sieht hier alles ein bisschen unsicher aus. Gut gemacht. Oh, Dachchen. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Geh noch weiter hoch. Bitte kommen. Miller, schieß, Artyom. Schieß. Er ist ja schon tot. Bitte kommen. Das ist auch geil. Steht einfach genau neben der Wand und wartet. Genau. Unser Ziel, worauf wir schießen wollen, ist das hier vorne, da wo man diese komischen Ranken raussieht. Das ist wohl der... Wie hieß das Ding? Botanischer Garten oder? Irgendwas mit Garten. Ich glaube, es ist wirklich einfach nur Botanischer Garten. Ich sollte vielleicht eine Waffe nehmen, mit der ich auch schießen kann. Sterbe ich, wenn ich springe? Wahrscheinlich. Nein, erstaunlicherweise nicht. Richtige Taste.
Materialermüdung auf höchstem Niveau. Okay. Was ich aber kurz wissen will, sehen die Patronen eigentlich anders aus? Ja. Die haben eine silberne Spitze, also quasi ein silbernes Projektil. Die anderen haben tatsächlich, also die Militärpatronen haben tatsächlich nur rotes. So erkennt man sogar im Magazin, welche Munition man verwendet. Das sieht schon geil von hier oben aus, finde ich. Und so wie die Stadt da unten aussieht, das sieht schon echt interessant aus. Ich laufe einfach mal hier rum in der Hoffnung, dass das richtig ist. Das ist ein Skelett. Was macht das Skelett hier? Ich bin jetzt ganz alleine. Ja, natürlich. Ich habe es ja schon gesagt. Natürlich müssen wir das Spiel quasi alleine abschließen. Jetzt hatten wir bis vor kurzem noch Miller dabei, aber nein. Das Ende müssen wir doch wieder alleine machen. Stimmt übrigens auch nicht. Wenn man es aus dem Buch nimmt. Oh, ich bin tot, oder? Nein. Oh Gott, das soll, glaube ich, so. Okay, das sollte scheinbar so. Alter, wie das hier einfach alles sofort auseinanderfällt. Ich bin mir nicht sicher, ob man diese Materialermüdung dem Frost zuschieben kann. Von wegen, dass zu viel Frost das Material spröde gemacht hat, glaube ich nicht. Aber gut, oh, Filter. Das lassen wir mal so stehen. Ich nehme die Leiter. Wir sind da. Wir sind ganz oben. Und wir müssen natürlich noch einmal den Filter wechseln. Dass wir übrigens diesen Riesenklotz die ganze Zeit mit uns umgetragen haben. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Das wird eine Minute. Dafür ist es eigentlich schon zu spät, könnte man sagen. Ich glaube, das war falsch. Irgendwas deutet unauffällig darauf hin.
Ist es feindselig? Töte es! Sequenz abgeschlossen. Artyom, die Raketen sind unterwegs! Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Dimitro,
Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Ja. Und das war's dann mit dem Spiel. Wow, sogar noch ein bisschen schneller, als ich dachte. Okay. Ich muss sagen, ich liebe diese letzte Sequenz wirklich. Die ist richtig, richtig schön. Richtig schön gemacht. Ja. Und Atom hat recht. Also wir haben jetzt hier natürlich das Canon-Ending. Sogar tatsächlich, um das mal zu verraten, das ist das gleiche Ending wie im Buch auch, Metro 2033. Dass man ja, die Raketen auf die Schwarzen schickt. Ja, man hat halt auch jetzt schön gesehen am Ende, diese... Tatsächlich hatte der Typ am Anfang, unser Ziehvater da, er hatte in gewisser Weise ja recht, von wegen, diese Schwarzen sind der Homo Novus. Es ist eine neue, menschenähnliche Art, die halt hier die Oberfläche quasi bevölkert. Und ja, das ganze Geheimnis, was jetzt in dem Spiel immer so ein bisschen wieder immer wieder gezeigt wurde, ist halt, dass die in gewisser Weise mit so einer Art Telepathie kommunizieren können, auch mit Menschen. Das Problem ist nur, dass kaum ein Mensch das übersteht. Die meisten werden davon halt wahnsinnig. Und einer der wenigen, mit dem sie halt wirklich kommunizieren können, dass es funktioniert, wäre Atom gewesen. Halt die Klappe, Handy. So. ja, einer der wenigen Menschen, mit dem sie halt wirklich hätten reden können, war Atom. Und ja, in dem Fall haben wir es jetzt so gespielt, dass Atom diese Nachricht nicht verstanden hat und sie deswegen in die Luft jagt. Alternativ, man hat es glaube ich auch gerade mal kurz gesehen, ich weiß nicht, ob man darauf geachtet hat, vor Atom, als wir aus dieser Vision quasi rauskamen, lag ein toter Schwarzer. Ja, hätten wir jetzt genug Punkte gesammelt das ganze Spiel über, hätten wir quasi ihre Botschaft verstanden und hätten im letzten Moment diese, ja, diese Zielvorrichtung noch umwerfen können, um sie halt zu retten. Aber wie gesagt, das ist nicht das Canon-Ending. Ja, deswegen. Hat immer wieder Spaß gemacht. Ich mag das Spiel. Es ist, also tatsächlich, ich finde, für einen Shooter hat es an mehreren kleinen Stellen einfach so einen gewissen Realismusfaktor, der mir in manchen anderen Shootern, die ernst genommen werden wollen, nenne ich es jetzt mal, der mir da ein bisschen fehlt. Ich habe es schon angesprochen. Allein dieses von wegen, ja, du hast noch eine Kugel im Lauf, wenn du das Magazin rausnimmst. Es sei denn, du hast komplett leer geschossen, klar. Aber allein das habe ich einfach... gut, nicht, dass ich jetzt viele gespielt hätte, aber auch das habe ich noch nie in einem Battlefield oder Call of Duty gesehen. Wo ich mir denke, das sind doch wirklich Shooter, die auf sowas eigentlich setzen sollten. Gut, ich meine, wir haben jetzt hier... Ich habe jetzt die Redux-Version gespielt. Das ist ja nochmal so eine Art Remaster, deswegen sah das Spiel auch wirklich schön aus. Ich habe es ja auch... Was war das vor zwei Parts oder so noch angemerkt, dass zum Beispiel irgendwie das Blut sich verbreitet hat, sah eigentlich nicht schlecht aus. Ja, deswegen, also ich muss sagen, ich mag das Spiel wirklich. Sehr schön, auch vor allem, auch wenn es an sich nicht wirklich ein Horrorspiel sein soll, glaube ich, kann man, denke ich, schon ganz gut so sagen, aber es hat eine unendlich dichte Atmosphäre, die es einem halt auch wirklich ermöglicht, sich in diese Welt hineinzufühlen, was halt bei so einem Spiel wirklich unglaublich wichtig ist. Das gesamte Spiel lebt quasi davon. Man hat halt ständig das Gefühl, dass einen alles in der Welt umbringen will. Sei es jetzt Menschen, Monster oder auch nur die Umwelt durch Strahlung, bla und blub. Ja, also so ein paar Sachen fehlten jetzt vielleicht. Die wurden zwar im Buch erwähnt, aber es wäre fürs Spiel vielleicht einfach unpraktisch gewesen. Zum Beispiel, dass man in der Theorie natürlich nicht sich mit einer Gasmaske vor Strahlung schützen kann, sondern einen Strahlenschutzanzug tragen muss. Das haben sie jetzt hier aus meiner Ansicht nach verständlichen Gründen nicht mit dem Spiel gehabt. Wäre halt unpraktisch gewesen, wenn man sich immer erst Ewigkeiten hätte umziehen müssen. Wobei man dazu sagen muss, nachdem wir die Polis erreicht haben, hatten wir ja einen anderen Anzug. Man könnte jetzt natürlich behaupten, das war ein Strahlenschutzanzug. Naja, gut, sei jetzt dahingestellt, ist mir eigentlich auch nicht wichtig.
Aber wie gesagt, ich mag das Spiel echt gerne. Und ich freue mich auch jetzt gerade schon wieder unendlich auf den Nachfolger, Metro Last Light. Weil ich den sogar noch besser finde, von der Story her. Das Einzige, was ich an diesem Spiel wirklich ein bisschen schade finde, und das ist leider, also nicht nur im Spiel, das ist leider im Buch genau das gleiche gewesen, Artyom kommt halt immer wieder in solche Situationen, wo man sich denkt, ja, jetzt ist er halt eigentlich tot. Und nein, im letzten Moment wird er doch noch gerettet. Das sind einfach so... Ja klar, es soll zwar die Spannung ein bisschen aufrechterhalten, aber es ist wieder dieses Deus Ex Machina. Plötzlich wird alles gut. Das ist... Ja, ein oder zweimal kann ich damit vielleicht leben, aber das passiert einfach zu oft, finde ich. Oder das fühlt sich immer wieder sehr oft so an. Ja gut. Irgendwo muss man vielleicht Abstriche machen. Also es ist, glaube ich, wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich in diesem Spiel aufführen würde. Gut, aber ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Und halt insgesamt von diesem Spiel. Last Light wird auf jeden Fall immer noch kommen. Was ich als nächstes mache, wie immer, habe ich jetzt noch keine Ahnung, das entscheide ich spontan. Deshalb sage ich, bis zum nächsten Mal. Schönen guten Tschüss.